warte mal kurz, ich check mal kurz die Items. Items. Ja. Oha. Hier ist mal, ich hab was für dich. Was denn? Zaubererpreis, Level 40 Rüstung. Plus 10 Stärke, plus 8 Intelligenz, plus 2, was? Arkanenkraft pro kritischen Treffer. Cool, was brauche ich? Und Sammelobjekte, Gold um 2 Meter Reichweite erhöht. Einfach mal rüber. Her damit. Ja, ich sehe. Her damit. Ach so. Entschuldigung. Toll. Bitteschön. Mhm, interessant. Dafür eine Herausforderung bekommen, weil ich das angelegt habe. Cool. Wahrscheinlich, weil du was Spezifisches angelegt hast. Kann sein. Aber ich habe noch nichts Spezifisches gefunden. Oder ist das was Spezifisches? Nö. Nö, nö, nö. Oh, jetzt sind sie wieder. Oh, was bist du? Eine Wilkmutter. Ich sag doch, wir sollten, ich sag doch, wir sollten, Kammerjäger aufmachen. Meine Schmerzen wurden. Ich brauche Geisteskraft. Hier ist ein Truhe. Kämpfe gerade noch gegen den Leuchtefrosch. Schlagring hat er gegeben, 9. Ach, der kann auch nicht. Nicht kann er. Nichts. Ah. So kann ich mich mal teilen. Ja. Dankeschön. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Meine Wunden schließen sich. Oh, hier ist noch einer. War denn noch nicht? Noch nicht. Hier ist noch ein Portal. Ich werde zurückkehren. Das ist nicht möglich. Uha. Die hat mich beinahe umgebracht. Auf nach Neu-Tristram. Okay. Als allererstes mal zum Heile Knöllchen. Möge die Gnade. Keine Gegenstände mehr, der sich automatisch heilt. Inwiefern? Ich habe noch ein, zwei Gegenstände an, die Lebensenergie regenerieren. Ja, aber nicht so viel, dass es reichen würde. So, jetzt habe ich erstmal alles repariert. Ausbilden. Huch. Huch.
Was heißt hier? Ich gucke gerade, was ich denn so machen kann. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden. Ich mag dich. Du erkennst die wahre Qualität meiner Waren. Im Gegensatz zu ein paar anderen Leuten. Hier, der hat was für dich. Was denn? Schmerzhafter Ast. Einhand für Zauberer. Das sind allerdings 5500 und ein bisschen. 1779, halt, warte, ich kann noch. Ja, selbst wenn ich hier mein ganzes Geld gebe, reicht's nicht. Brauchst du einen Handschuh plus mit 15 Rüstung? 2%. Ja. Hab ich. Nee. Okay. Kann ich mir einfach nicht leisten. Dann ist das so. Schade eigentlich, wa? Wie viel brauchst du noch? Ich hab jetzt 1851. Selbst wenn ich dir mein ganzes Geld gebe, komme nur auf 4000. Ja, ich hab meinen Schmied erst ausgebildet. Ja, ich auch. Oh, aber das Ding ist echt mächtig. Schade. Na. Das Ganze gibt's noch mal in billig für Zauberer. Nur halt mit ein klein wenig schlechter. Scheiß drauf. Ich habe einen ganz guten Stab. Mit 18,9 Schaden. Der hat halt nur keinen Erfahrungsbonus. Wir könnten, wenn wir zusammenlegen, den einen Stab hier kaufen, den Billigeren. Ach Quatsch. Das. Oh, der hat doch jede Menge Hauben für einen Zauberer. Kann er nicht auch mal was für mich haben? Ach, das ist scheiße. Shiat! Erzähl es mal, seh mal. Ich verkauf dir gerne was, aber du musst mir versprechen, niemandem zu sagen, wo du diese Sachen her hast. Der hat eine Robe für einen Dämonenjäger. Das hilft mir doch aber alles nicht. Der hat eine gute Hose, aber kann ich mir nicht leisten. Mir fehlen noch 2500 Gold, das ist natürlich eine ganze Menge. Guten Zauberstab. Ja, sehr schön. Naja. Ich sollte vielleicht doch nicht alles Geld in den neuen Schmied schmeißen. Na, bis jetzt haben wir nicht wirklich Gutes gehabt, außer jetzt halt gerade. Ja, stimmt auch wieder. Weißt du, was? Uns gibt's
weiß nicht, bin noch am Schauen. Ja, es gibt einen neuen Tagebucheintrag. Hat uns für immer verlassen. Okay. Ich erinnere mich an die wundervolle Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Jeden Tag ein neues, verrücktes Abenteuer. Was soll ich nur ohne ihn tun? Er glaubte, dass der Fremde ein Engel sei. Aber er ist doch nur ein Mann. Ich wusste, dass das alles nur Geschichten waren. Onkel Deckard hat für diese Geschichten sein Leben gelassen. Ich habe geschuftet wie ein Irrer, damit ich dir diese feinen Waren anbieten kann. Irgendwie hat jetzt jeder so einen Stab für dich. Dieser Fokus. Das ist sogar der beste bisher. Ja. Hexendoktor. Das ist auch cool. Ich bin schon mal in die Hochlandkreuzung zurück. Vielleicht liegt da das Geld auf der Straße rum. Wahrscheinlich, aber nicht so viel. Huch. Und konntest du $4000 finden? Gold? Ja. Silberlinge? Was auch immer? Oh, hier? Ja, hab ich ein paar Steine. Hier stand mal der Koloss von Rhodos. Ja, nee, ich glaube, der Koloss von Rhodos war ein bisschen größer. Gab's eine Glocke auf dem Kopf. Da geht schon wieder irgendwo rein. Was ist das? Höhle des Mondlands, Ebene 1. Ja, ich wollte nur mal lesen, was es ist. Und du? Hätte sich man weiterhin versteckt. Der Baum hat einen Köcher fallen lassen. Echt? Weil der hat doch nichts fallen lassen. Oder ich hab's übersehen. Ich geh doch mal kurz zurück. Ah ne, wir können hier ruhig in das Ding eben 1 erkunden. Warum? Scheiße. Ich wurde getötet. Innerhalb von 3 Sekunden von einem Rudel Motten. Das ist cool. Genau dieses coole Wort. Ich werde zurückkehren. Ihr verlangt das Unmögliche. Ich brauche Geisteskraft. Kommst du mir? Überdenkt euer Vorhaben. Ich konnte nicht fliehen. Eure Gegenstände haben 10% Haltbarkeit eingebüßt. Ha, mit 2,5% Leben überlebt. Hab ich gerade geschafft. Kannst du mich mal heilen? Danke. Bitteschön. Wie lange habe ich gearbeitet, um die dunklen Künste zu meistern? Endlich ernte ich die Früchte meiner Arbeit, denn Magda hat mich zur Kenntnis genommen. Sie hat mir eine besondere Aufgabe versprochen, die dem Erhabenen unendlichen Ruhm bringen wird. Ich kann kaum ein Auge zutun. Nicht genug Geisteskraft. Mitteilt. Immer das, das ist ein Tagebuch, wir gerade gefunden haben. Stand da, habe ich leider nicht lesen können. Bleiben wir bei dem Ausdruck. Nee, das
Ich brauche Geisteskraft. Ja, ist Hinnef. Da sind noch Kohlen. Ich weiß nicht, ob du die eingesammelt hast. Check. Noch mehr Kohlen. Noch mehr Kohlen. Kohlen sind gut.